Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu meinem allerersten Kraftupdate. Und das ist nicht nur mein allererstes Kraftupdate, sondern auch mein allererster Versuch, einen Voice-Over zu machen, denn ich habe das Originalbildmaterial leider gelöscht. Es ist jetzt schon eine Weile her, da habe ich euch ein Tutorial für eine Pop-up-Box-Bridge-Karte hochgeladen zum Thema Schulanfang und ich hatte dazu noch ein Fotoalbum gebastelt. Das kommt jetzt natürlich für den Schulanfang reichlich spät, wobei jedes Jahr gibt es einen Schulanfang. Aber ich war jetzt eine ganze Weile krank, vielleicht hört ihr es auch noch an meiner Stimme. Aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Deswegen zeige ich euch schnell mal, was ich da gemacht habe. Wie ihr seht, habe ich gleich vorne auf dem Cover auch einen Platz für ein Foto gebaut, das so ein bisschen eine Polaroid-Optik hat. Innen auf dem Cover habe ich ein Schild aufgeklebt, wo man das Datum des ersten Schultages eintragen kann. Und rechts die Lasche ist so ein Steckbrief von dem Schulkind mit ein paar Angaben. Ich denke, das macht sich immer ganz gut am Anfang, dann hat man gleich mal so einen Einstieg in so ein Fotoalbum. Auf der nächsten Seite habe ich eine Tasche konstruiert mit einer Lasche, die mit einem Magneten gehalten wird, sodass diese Fotofolios, die da drin sind, gut halten. Auf der rechten Seite wollte ich ein bisschen was Interaktives und ich finde, das macht immer Spaß, wenn sich irgendwas tut, wenn man irgendwo zieht. Da sind auch noch locker Platz für 4 Fotos. Die nächste Seite besteht aus einer ganz großen Fotomatte, wo locker 4 Fotos Platz haben, vorne und hinten. Man steckt es hinter diese Bellyband und damit das Ganze nicht unten durchflutscht, habe ich noch einen Steckplatz konstruiert. Und hier haben wir den obligatorischen Wasserfall. Ich finde, der darf in keinem Fotoalbum fehlen. Der ist ganz leicht zum machen und ja, macht ganz schön was her. Ja, auf dieser Seite hatte ich so 2 Klappen gebaut, die aber ständig aufgegangen sind und dann brauchte ich einen Verschluss, den habe ich also nachträglich da drauf gebastelt und ich finde, der ist ganz gut geworden, der hält, er funktioniert. Ja, als nächstes seht ihr eine riesengroße Tasche und mit einer riesengroßen Fotomatte drin. Damit man die Fotomatte ganz gut fassen kann, habe ich die rausstehen lassen. Und damit aber die komplette Seite die gleiche Breite hat, ist die Tasche natürlich ein bisschen verkürzt. Noch eine Tasche, da stecken jetzt 2 Fotomatten drin. Kann man natürlich noch ein paar mehr dazu tun oder andere Sachen, die man gerne aufheben möchte, die einen an den ersten Schultag oder vielleicht auch an das erste Schuljahr erinnern. Die nächste Seite hat 2 Klappen, die man nach oben und nach unten jeweils aufklappen kann und gehalten werden sie von einer Fotomatte mit Magneten. Diese Fotomatte kann man entweder so lassen oder natürlich ein Foto draufkleben. Innen drin passen auch nochmal auf jeden Fall 4 Fotos drauf. Die nächste Seite habe ich recht einfach gehalten, eine Steckecke und 2 Fotomatten und das war's für diese Seite. Ja, die nächste Seite finde ich super interessant. Ihr seht, kann man jede einzelne Fotomatte umklappen und weiß genau, ob das Foto hochkant oder Querformat draufgeklebt werden soll. Und natürlich eine komplett freie Seite, die man nach Belieben gestalten kann. Hier nochmal eine Variante, eine Seite mit Klappen, diesmal 4 an der Zahl. Gehalten werden sie mit einer Matte mit Magneten. Wenn man die alle aufklappt, hat man Platz für 8 Fotos. Hoppala! Ja, und nun haben wir auch schon die letzte Seite des Albums erreicht. Da habe ich eine Art Mappe gebaut und habe noch ein paar Dekorationselemente mitgegeben. Das waren da noch nicht alle. Da kam noch ein bisschen was dazu. Und auf dem Cover nochmal ein Schild, in dem man, ja, Last Day of School, da steht's, das Datum des letzten Schultages eintragen kann. Ja, das war es dann auch schon. Mein erstes Kraftupdate und mein erstes Voice-Over. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und wurdet vielleicht ein bisschen inspiriert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß mit euren
kreativen Projekten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!